Kerala, das Land der Kokospalme an der Südwestspitze Indiens. Landwirtschaft ist die Hauptertragsquelle. Industrie gibt es kaum. In dieser Abgeschiedenheit konnte einer der ältesten Tänze der Welt überleben. Kerala ist die Heimat des einzigen bis heute lebendigen Sanskrit-Theaters Indiens, das Kuthiyattam, das mehr als 1000 Jahre alt ist. Der junge Sangeet steht am Ende seiner Tanzausbildung. Er ist die größte Hoffnung der Schule und soll die uralte Tradition weiterführen. Seine größte Verehrerin ist Shalini. Sie ist die beste Schülerin und möchte ihn kennenlernen. Kalamandalam, was übersetzt so viel wie Ort der Kunst heißt, ist die größte Akademie des Bundesstaates Kerala. Neben dem Unterricht in einer traditionellen indischen Kunstform sieht der Stundenplan auch Seminare in Fächern wie Englisch, Mathematik und Biologie vor. Es ist Mittag. Während die anderen aus ihren Klassenzimmern ins Wohnheim gehen, wartet Shalini noch auf Sangeet. Sangeet ahnt nichts von seiner heimlichen Verehrerin. Kurz vor seiner großen Abschlussaufführung ist er ins Dorf gefahren, um seine Mutter zu besuchen. Ich muss bald los, Mutter. Ich bin schon fertig. Schon Sangeets Großeltern und Eltern waren bekannte Kuthiyattam-Darsteller. Sein Vater ist früh gestorben. Danach verarmte die Familie. Alle Hoffnungen der Mutter ruhen nun auf ihrem einzigen Sohn. Nimm Großmutters Amulett als Glücksbringer. Ich werde es tragen. Sangeet und seine Mutter hoffen auf den Beistand der Götter. Vallathol, einer der berühmtesten Dichter des Landes, gründete die Akademie 1930 als Rückbesinnung auf die eigene Vergangenheit und die alten Traditionen. Früh. Für die Kuthiyattam-Schüler ein neuer Unterrichtstag. Und der beginnt mit dem Ritual des Einölens. Die komplizierten und anstrengenden Bewegungsabläufe des Kuthiyattams stellen hohe Anforderungen an den Körper. Dafür müssen Gelenke und Sehnen geschmeidig gehalten werden. Nur noch wenige junge Inder möchten die harte Ausbildung absolvieren. Einer der ältesten Tänze der Welt droht zu verschwinden. Deshalb hat ihn die UNESCO unter ihren Schutz gestellt und zum Meisterwerk der Menschheit erklärt. Es ist ein langer Weg bis zum Auftritt im Heiligen Tempeltheater. Kuthiyattam, das heißt übersetzt zusammenspielen. Denn bei den Aufführungen werden die Tänzer zum Rhythmus der Trommeln auch singen. Achtet auf eure Finger, den Daumen spreizen. Mit 6 Jahren beginnen die Jungen mit dem Unterricht.